Nistkastenbau ist schwere Arbeit, besonders wenn sie aus Holzbeton gegossen werden, wie hier in der Werkstatt von Thorsten Pröhl in Schmölln. Holzbeton ist besonders haltbar und deshalb beliebt für Vogelkästen. Den Tieren selbst ist das Material nicht so wichtig. Hauptsache, es gibt genug Höhlen. Das hier ist ein Nistkastenrohling für später Verwendung als Turmfalkenkasten bzw. Dullenkasten. Das ist davon abhängig, was ich hier vorne von der Öffnung dann später noch reinschneide. 30 verschiedene Kastenmodelle fertigt Thorsten Pröhl mit seiner Frau Katrin in Handarbeit. Viele davon sind Spezialkästen, die sie in den letzten 24 Jahren selbst entwickelt haben. Dabei haben sich die engagierten Vogelschützer viel von der Natur abgeschaut und werden selbst auch ständig beobachtet. Das alte Bauernhaus mit der Werkstatt steckt voller Überraschungen. In einem Zimmer im Obergeschoss eine Eulenstube. Wenn man den nötigen Platz hat, ist es immer besser, größere Bruträume einzurichten, weil da eben mehr Platz ist und die auch als Tageseinstand über die Brut hinaus angenommen werden. Und auch die Schleiereule neigt zu Schachtelbruten, wo praktisch das Weibchen schon wieder brütet, während die ersten Jungen noch vom Menschen versorgt werden. Alles hier ist auf Vögel eingestellt. An der Fassade unterschiedlichste Kästen, die von Jahr zu Jahr mehr Vögel und Fledermäuse anziehen. Um das Gebäude herum ein naturnaher Garten. Den haben die Pröhls extra angelegt, denn mit Kästen allein können die Vögel nicht leben. Also wir haben hier vor allen Dingen die Arten der Magerstandorte, Magerrasen, Trockenrasen unter mageren Feldrändern versucht anzusiedeln, was heute in verschiedenen Samenmischungen ja auch gibt. Und die Samen dieser Pflanzen dienen einerseits vielen Vögeln, gerade den Körnerfressern, wie beispielsweise Stieglitz oder Gürlitz, direkt als Nahrung. Und indirekt ernähren die Pflanzen natürlich viele Insekten. Und diese Insekten sind dann wieder für die Insektenfresser unter den Vögeln die Nahrungsgrundlage. Auch Kopfweiden haben sie gepflanzt, wegen der Höhlen, die sich nach ein paar Jahrzehnten im weichen Holz bilden. Auf der großen Streuobstwiese mit den Heidschnucken hängen in jedem Baum mehrere Nistkästen. So finden neben den Vögeln auch Hornissen, Wespen, Mäuse und Bilche ein Zuhause. Auch für die Vögel ist ein großes Nistangebot von Vorteil. Wer praktisch ein zu geringes Nistkastenangebot vorhält, der muss damit rechnen, dass er halt nur die Standvögel, die hier bei uns auch im Winter verbringen, im Nistkasten hat, weil die natürlich schon von Anfang an da sind und sich die besten Höhlen greifen. Und die Zugvögel, die dann erst Ende April, Anfang Mai bis Mitte Mai hier erscheinen, die gucken dann in die Röhre und im Notfall ziehen sie dann weiter in andere Gebiete, wo sie vielleicht besseres Höhlenangebot haben. In Schmölln im Altenburger Land muss im Moment keiner weiterziehen. Hier findet jeder das richtige Heim und die Mehlschwalben sogar ein Mehrfamilienhaus.